Iron Mike hat sein Gelaber. Läuft. Was geht? Ich dachte, da ist jemand. Draußen jemand? Hey. Hier ist jemand. Was entdeckt? Schön ruhig und langweilig, wie es sein sollte. Hast du später noch so vor? Ich werde mal versuchen zu schlafen. Die Kleine, Lisa oder so, die Neue, sie heult die ganze Zeit. Die ersten Tage hat sie mich gar nicht schlafen lassen. Was hat sie? Sie war da draußen. Was erwartet? Wollen wir weg? Hier ist was. Hier ist jemand. Hier ist doch was. Mike, die Männer da wurden nicht nur angegriffen. Oh, Scheiße, Iron Mike. Oh. Narben am ganzen Kopf. Und all die anderen? Sie wurden abgeschlachtet, Mike. Abgeschlachtet. Hey. Das Einsammeln der Leichenteile hat Stunden gedauert. Ich wollte sie nicht den Freaks überlassen. Es ist Carlos und du weißt es. Wir müssen das zurückschlagen oder die Ripper werden... Halt, was? Lass gut sein, lass einfach gut sein. Hier ist doch was. Was ist mit der nächsten Gruppe, Mike? Und der nächsten? Verdammt, Carlos greift bereits nach dem Rogue Camp. Und Camp Pioneer. Das ist noch nicht sicher. Sie ziehen nach Norden. Sie haben es bei Radio Free Oregon gesagt. Da gab's einen Ripper. Oh, seit wann hörst du denn auf diesen Spinner Copeland? Er mag ein Spinner sein. Aber ich glaube schon, dass er einen Ripper mit einem Schlachtermesser erkennen kann. Was gibt's? Sie sind nicht hier, aber du kannst auch gern selbst nachsehen. Wir kommen wieder. Du weißt, Eddie hasst es, wenn du dich in ihren Kram einmischst. Du hast es gesagt, nicht ich. Echt nicht lustig. Da ist es. Jetzt muss ich nur noch irgendwie reinkommen. Eddie ist. Ich will selbst mit den Männern reden. Hoffen wir, dass die noch leben. Eddie kümmert sich um sie. Glaubst du? Eddie und Ricky sind ein Paar. Warum? Willst du sie angreifen oder geht dir dabei einer ab? Was ist mit der nächsten Gruppe, Mike? Und der nächsten? Verdammt, Carlos greift bereits nach dem Rogue. Ich schau mich nur um. Sie kam aus ihrer Hütte und zwei Sekunden später. Ich muss wirklich sagen, dass Ricky hier alles am Laufen hält.
Glaubst du eher? Ah, verdammt. Hi, Ricky. Hi, Addy. Ich will keinen Ärger. Mach bitte Platz, ich finde allein Nein, raus. Mann, was zum. Was machst du? Auf meiner Krankenstation? Oh, erschießt du mich jetzt? Oh, warte, ihr habt einen Code, richtig? Ihr dürft nur im Notfall auf Frauen schießen. Und jetzt musst du. Oh, scheiße, okay. Hör zu, lasst es mich erklären. Check mal die Kühlbox. Was, verkaufst du jetzt etwa Drogen für Tucker? Als du die Kleine gebracht hast, hielt ich dich für geläutert. Aber das stimmt wohl nicht. Nein, es sind keine Drogen. Was? Antibiotikum. Boozer ist krank. Er hat eine Blutvergiftung. Wo sollte ich denn sonst hin? Blutvergiftung? Was ist passiert? Ist das wichtig? Ich hab's versaut. Bring ihn her. Los, hol ihn, bring ihn her. Nein, das geht nicht. Doch, das geht. Mir ist egal, wer er ist, und mir ist egal, was Iron Mike sagt. Wenn jemand krank ist, ist er krank. Wir müssen aufeinander aufpassen, denn mehr haben wir nicht. Komm, ich nehme dich mit. Wo fahren wir hin? Erinnerst du dich an das Camp, als wir zum ersten Mal ins Tal fuhren? Ja, ich erinnere mich. Das nennst du ein Bike? Es ist vielleicht kein schickes Drifter-Bike, aber es wird reichen. Steig auf. Und wie geht's ihr? Die Kleine, die bei mir war. Lisa. Bringst du mich später zu ihr? Nein. Ach, verdammt, Ricky. Was soll das? Warum nicht? Ich kann nicht. Sie ist nicht hier. Warte, warte, Moment. Einen Augenblick mal. Wo ist sie? Vor ein paar Tagen hat Skizzo sie zum Plündern eingeteilt. Sie und drei andere sind rüber zum Rope Camp wegen ein paar Vorräten. Sie kamen ohne sie zurück. Sagst du mir, sie haben sie alleine gelassen? Ganz alleine da draußen? Nein, das haben sie nicht. Sie ist weggelaufen. Scheiße! Es gibt genug da draußen. Wölfe, Freaks, Ripper. Du hast die Wahl. Was? Was hat sich Skizzo dabei gedacht, sie mit auf Tour zu schicken? Jeder muss mit anpacken, Lee. So sieht's aus. Das weißt du. Ich glaub die Scheiße einfach nicht. Sie hatte in Marion Forks jahrelang alleine überlebt. Ja? Dann hättest du sie vielleicht da lassen sollen. Hey. Hau ab, oder ich puste dir den Kopf Rosa, weg! Ich bin's. Nein, zurück! Wow. Hey. Hey, hey, ich bin's, Ricky. Erinnerst du dich? Ich war vor einem Jahr bei euch. Ricky. Tamalo? Ja. Vom Tamalo zum Lost Lake? Ja. Ja. Warte, warte. Das stimmt. Wie geht's dir denn? Boozer, alles klar? Alles schick. Du hattest trotzdem nicht das Recht, uns zu beklauen. Soll das ein Witz sein? Sieh dir den Arm an. Was sollte ich tun, hä? Ich weiß nicht. Vielleicht fragen? Oh Himmel. Seht euch an, die Biker Boys. Ihr hattest einen Drifter da draußen, richtig? Und jetzt kriecht ihr zurück zu Iron Mike. Oh, halt! Falls er euch lässt. Na los, bringen wir ihn zurück zu Addy. Komm schon. Komm schon. Ja. Das kann ich allein. Ricky. Ja, Boozer, Ricky.
Warte, wo gehen wir hin? Eddie sagte, sie würde sich deinen Arm mal ansehen und vielleicht kann sie was für dich tun. Was? Nein, du bringst mich in kein verdammtes Camp. Ich kann fahren, verdammt nochmal. Aber wir sind... Ach, verdammt, Booter, es ist doch nur für ein paar Tage und wir holen uns was für deinen Arm. Nein, du weißt, wie es da läuft, Deke. Na, du kannst nicht klar denken, das ist nicht Hot Springs, sondern Lost Lake. Iron Mike, weißt du noch? Iron Mike? Wir werden draufgehen. Du hast gesagt... Das ist eine Ewigkeit her, das Camp wurde ausgebaut. Sie haben mehr Leute. Wir werden alle sterben, Mann. Wir sind längst wieder weg, bis so etwas passieren kann. Das Camp hat den einzigen Arzt im Umkreis von 100 Meilen. Eddie, sie wird sich um dich kümmern. Nur für ein paar Tage. Ja, und dann verschwinden wir von hier. Nach Norden, wie du sagtest. Dann hauen wir hier ab. Ja, Richtung Norden. Lassen den ganzen Scheiß hinter uns. Okay, also, ich gehe zurück und sehe nach ihm, ob er okay ist. Feigling. Ja, da hast du recht. Und wie lange? Bis er wieder fahren kann, meine ich. Du meinst, wie lange ihr hier bleiben müsst? Wir haben Antibiotika, aber nicht genug. Wenn Iron Mike euch bleiben lässt, hat dein Freund eine Chance. Was ist passiert? Was hat seinen Arm verbrannt? Wir trafen auf ein paar Ripper, südlich von Belknap. Ich schätze, sie mochten seine Tattoos nicht. Scheiße. Ich wusste schon, dass sie sich manchmal selbst so verstümmeln. Aber Leute, die sie rekrutieren wollen? Usa war kein verdammter Rekrut. Tucker sollte Ihnen einen Deal vorschlagen, wie Iron Mike. Ricky, er versteht's einfach nicht. Carlos wird sich an keinen Deal mit Lost Lake halten. Zumindest nicht lange. Und Mike versteht das einfach nicht. Er versteht mehr, als du denkst. Du hast eine gute Seite, Deke. Allerdings scheinst du sie töten zu wollen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Du darfst ihm kein einziges Wort glauben, Mann. Eddie ist schwach. Mike, wir haben nicht genug für die, die mit anpacken können. Geschweige denn für einen Krüppel. Er ist kein Krüppel, er kann arbeiten. Ich sage, wir werfen die Penner raus. Mike, sowas machen wir nicht. Oh Mann, hör dich doch an. Und du? Bist du es leid, Tuckers kleine Schlampe zu sein? Raymond, Schluss damit. Nenn mich nicht so. Ich bin's verdammt leid. Okay, das reicht! Siehst du? Du weißt, wer dieser Scheißkerl ist und weißt, dass er... Genug jetzt! Und du? Du steckst das Ding weg! Mike, Deacon war der mir weiß, das Mädchen brachte. Ich weiß. Und ich weiß genau, was er für einer ist. Was er getan hat. Bist du etwa unschuldig? Oder Ricky? Und was ist mit mir? Wir waren alle in der Außenwelt, Skizzo. Wir alle taten Dinge, die uns jetzt leid tun. Wir brauchen noch einen Biker. Macht mal halblang. Ich brauche nur ein paar Tage und etwas Antibiotikum. Ach. Ich mache, was ihr wollt. Sicher, Mike. Wie du meinst. Ich bin dabei. Komm mal mit. Ich traue dir nicht. Hau bloß ab. Du hast sie also hergebracht. Hab sie nicht hergebracht, Skizzo. Boozer brauchte Hilfe. Er ist in die Krankenstation eingebrochen.
Die ist nicht gerade gut gesehen. Du arbeitest also nicht mehr für Tucker. Dafür ist die Kleine jetzt hier. Ach ja? Tut mir leid, dass ich dich angelogen habe, wegen der Sache mit Tucker. Ist das nicht dein Job? Wart ihr lange unterwegs? Nein. Du und Bill? Keine Ahnung. Wie gesagt, man verliert das Zeitgefühl. Wenn hier bis nächstes Frühjahr niemand Wurzeln schlägt, sich reinkniet und Nahrung anbaut, dann sind wir geliefert. Wenn ihr euch um Boozer kümmert und wir erstmal hier bleiben dürfen, dann helfe ich euch bei allem, was ihr braucht. Ich will nur, dass du weißt, sobald er wieder auf dem Damm ist, packen wir die Ausrüstung zusammen und fahren nach Norden. Norden, hm? Es gibt ein Camp nahe Smith Rock. Boozer war noch nie da, aber egal. Dieser Ort hier ist nichts für mich. Wir sollten weiter. Ein Neuanfang? Das kann ich gut verstehen. Na schön. Geh jetzt. Lass mich allein. Ich muss erst mal nachdenken. Klar, Mike. Ja, wie du meinst. Aber Ricky soll mich anfunken, wenn ihr was braucht. Hey, es geht mich ja nichts an, aber es hieß, du bist zurück. Hätte ich nicht mitgerechnet. Man könnte sagen, Iron Mike und ich haben uns geeint. Ah, okay. Ciao.